Das heißt, er ist tot. Ach ja. Aber die dachten auch einfach mal, dass die gegen meine Armee so easy besiegen können. Aber das war halt nicht der Fall. Ja. Finde ich nicht schlecht. Mich interessiert dann immer, ob dann die, wenn ich das automatisch hätte entschieden lassen, ob ich dann gewonnen oder verloren hätte. Und dann ärgert mich das immer, wenn ich dann unnötig verlieren würde, obwohl ich es geschafft hätte. Also bei klaren Siegen, wo ich dann sage zum Beispiel, yo, die können nicht gegen diese Monster gewinnen. Und dann sagt auf einmal das Spiel aber, ja, das geht. Und das war auch immer interessant, bei Stadtverteidigungen bei Rom konnte man so Plänkler, die halt so richtig lange Speere hatten und dann quasi alle hintereinander standen, sodass du einfach nur eine Mauer aus Speeren hattest. Damit konntest du, wenn du nur viermal diese Einheit hast, konnte keiner deine Stadt einnehmen. Also bei mir war das so, weil ich so ein Verteidigungsgenie war. Spaß, aber war schon echt lustig. Nice. Ja, machen wir. Gefangene ermorden. Gefangene unterwerfen. Gefangene zurückgeben. Ja. So, die verbünden sich zusammen. Das heißt, da müssen wir mal ein bisschen mehr eine Armee aufbauen. Und der Norden scheint noch nicht eingenommen zu sein. Nö, erstmal nicht. Darkness comes. Wenn ihr es wünscht, Herr, können eure Armeen in See stechen. Lasst sie an der Küste Boote fertigen oder segelt von einem nahen Hafen ab. Okay. So, was müssen wir überfallen für eine Feinde? Ja, müssen wir noch machen. Ja, okay. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, dass wir hier mal wieder ein bisschen Armeen herstellen, die uns ein bisschen helfen können. Hier sowas auch. So. Gut, dann haben wir schon genug Geld in dieser Sache ausgegeben. Dann holen wir uns mal eben den Norden. So. Kolonisieren. So. Jetzt können wir nämlich hier auch hier Dings erlassen. Wo haben wir das? Steuersatz. Nein, dann machen wir Steuersatz hoch. So. Dann gucken wir mal, was wir noch so bauen können. So. Sonst können wir nichts bauen. Aber wir haben schon ordentlich was eingenommen. So, wie sieht's mit diesem Fort aus? Wurde noch nicht entdeckt, okay. Was ist mit Engrad? Okay, die können wir sogar einnehmen und das Gebiet geht hier sogar tatsächlich noch weiter. Hier sowas, der Turm von... was? Karak, okay. Aber hier sowas kann zum Beispiel jetzt mal angreifen. Guck mal hier, das ist alles, gehört keinem einzigen Typen. Holen wir uns das doch mal. Wenn es keinem gehört, oh, kann sich auch keiner beschweren, ne? So. Perfekt. So, das haben wir. Was ist das denn hier? Ja, Abkühlungszeit, Zauberlehre der Vampire, Geschossresistenz. Verursacht Magieschaden, großer Wirkungsbereich, Fluch der Nahkampfschaden. Was? Was bringt das denn? Ah. Fluch. Ja, okay, machen wir das mal. Das sieht ganz lustig aus. So, dann hier haben wir was? Okay, machen wir hier mal sowas. Und dann sind wir auch fertig. So. Dann machen wir immer mehr Plus, immer mehr. Immer mehr Plus, immer mehr. Immer mehr Plus. Was machen die? Die kämpfen die? Ja, ich glaube, die haben gekämpft.
Na, die Grünhäute können bei mir nichts anrichten. Was wollen die, hä? Ja, und ihr geht vor allen Dingen weg da. Mal gucken, wie der Norden verteidigt ist. Sehen wir ja dann. So, Fraktion vernichtet, charakterieren, okay. Rekrutenüberschuss. In diesem Fall gibt es eine Freiwilligen, die sich öffentlich ins Gefecht stürzen wollen. Rekrutierungskosten. Okay. So. Das holen wir uns. Das haben wir jetzt. Okay, dann fehlt noch das hier. Das heißt, ist hier schon eine Garnison? Ne, die wird noch gemacht. So, im Norden ist auch noch nichts vorbereitet. Okay. Das heißt, da müssen wir ein bisschen bauen. So. Perfekt. Hier wird auch noch nichts gebaut. Auch noch nichts gebaut werden. Oh. Dann holen wir uns das noch alles. Ehrengrad holen wir uns auch noch. Von was ist das denn hier? Ah, die können wir uns quasi alle direkt holen. Oh, das ist doch nett. Easy den Norden erobert. So, rekrutieren können wir ja mal. Die Rekrutierungskosten sind ja ziemlich gering. Nicht genug Einheiten. Ah, nice. So, dann können wir hier mal noch ein bisschen herstellen. Na komm, hier machen wir sowas schnell. Ist ja alles vergünstigt. Ist wie beim Sommerschlussverkauf. Kann man sich nicht entgehen lassen. Oh, Wallenhof wird angegriffen. Außerhalb der Siedlung, okay. Ja, ich probiere es einfach mal, ne? Ich meine, man kann es ja immer mal probieren. Weil das, was der Computer sagt, muss nicht unbedingt stimmen. Da wird dann zum Beispiel nicht berechnet, dass zum Beispiel man dass die Fledermäuse gut gegen die Dings sind, gegen die Bogenschützen. Schauen wir einfach mal. Absturm. Abwehren gegen große Feinde. Haben die einen Speer in ihrem Kopf? Ja. Skelette sind wenig mehr als ein umherwandernder Knochenberg mit Speer. Noch leisten sie in der schlampfertigen Dienst. Okay. So. Auch wenn wir nicht viel machen können. So. Machen wir mal eben so. Und so. So. Gruppieren. Perfekt. So. Und dann den Trick, den ich gelernt habe. Ihr kontrolliert die Anhöhe, mein Herr. Nutzt dies zu eurem Vorteil. Okay. Ich würde ultra gerne weiter weg vom Dings, ohne auf diese taktische Map gehen zu müssen. Ein bisschen zurück. Ist mir sonst zu nah. Je höher, desto besser. Er ist mir zum Beispiel viel zu nah. Ich würde gerne ein bisschen weiter weg, um alles zu sehen. So, mal gucken, was die machen. Dann gehen wir noch ein bisschen zurück. So. Und warum das unbedingt außerhalb der Siedlung stattfinden muss, weiß ich auch nicht. So. Jetzt geht's los.
Jetzt lassen wir die... die angreifen. Die lassen wir... die angreifen. Die Fledermäuse lassen wir hier hinterfliegen und lassen die von hinten angreifen. So. Die können ruhig ein bisschen langsamer. Weil die Dinges nachkommen müssen. Ah, die halten ihr Schild oben. Das ist nice. Okay, die kommen angestürmt. Oh. Okay, die kämpfen da schon. Gegen diese riesigen Trolle. Oh, die heißen sogar Trolle, lol. Na, die müssen wir unbedingt besiegen. Wir müssen unbedingt auf diese Trolle gehen. Na, wir müssen erstmal auf diese Schüsse ignorieren. Wir müssen die Trolle ausschalten. Die sind viel zu stark. Die Fledermäuse können sich darum mal kümmern, weil die schnell und wendig sind. Verängstigt durch feindliche Einheiten. Nice. Sind die Trolle down? Scheint wohl so. Fliehen die? Außer Atem, okay. Fliehen die? Ja, sie fliehen. Okay, gut. Dann kümmern wir jetzt uns um die. Alle kämpfen gegen diesen einen Kommandanten. Alter, der ist schon stark. Aber wenn ich sowas sehen würde, hätte ich auch Schiss. Finde ich irgendwie witzig. Ja, fallt über sie hinher, wie Piranhas. Oh, was ist hier, General? Als ob ihr das irgendwie schafft, gegen die alle zu kämpfen. Ja, der Sieg... Was? Der Sieg ist nah? Ah, okay. Wenn der General immer noch am Leben ist, aber die Armee geschlagen ist, ja, killt den. Lassen den nicht leben. Hihi. Haha. Die glauben, die können so easy mich bezwingen. Dann holen wir uns noch den General. Er scheint auch nur im Kreis zu laufen. So. Ja, verliert aber am Leben. Wenn auch langsam. Kennt ihr das? Früher, wenn der PC halt richtig schlecht war und man einen Ladebalken hatte und man musste überprüfen, ob es noch weiter lädt oder nicht, zum Beispiel Installation, dann hat man den Finger auf den Ladebalken gelegt und geschaut, ob dann die Leiste über den Finger geht. Und so hat man dann festgestellt, ob die Installation weitergemacht wird oder ob das irgendwie hängen geblieben ist. Ja, der Typ scheint aber doch zu sterben. Wäre nice, wenn der ausgeschaltet werden würde. Schade, dass die dann auch nicht sterben. Das finde ich, da fände ich das Prinzip von Rome Total War besser. Ich wollte jetzt auch nochmal letztens Rome Total War spielen, aber irgendwie hatte das ein bisschen gebuggt. Das hat mich ein bisschen geärgert. So. Ja, das kann hier ruhig mal...
ein bisschen schneller gehen. Ich finde, die Kommandanten halten ein bisschen viel aus. Wenn man so überlegt, ja, okay, die sind halt richtig heftig gerüstet und so. Aber wenn die weglaufen und da hauen von allen Seiten die Leute drauf, dann dauert das schon ein bisschen zu lange. So. Dann... Oh! Wo ist denn der... Das Leben will ich sehen von dem. So, der müsste ja jetzt gleich down sein. Wie weit ist denn die Map noch? Oh, der wird hier nicht rauskommen. Der wird da nicht rauskommen. Der wird vorher abschmieren. Entscheidender Sieg. Ja, nice. Okay, dann ist der anscheinend down. Und schauen wir mal die Verluste. Wir haben mehr Verluste gehabt. Aber... prozentual blieben wir besser. Glaube ich. Ja. Wir waren definitiv besser. Und da verstehe ich halt nicht, dass der PC zum Beispiel sowas nicht checkt. Der PC hätte längst, also wenn ich das hätte automatisch entschieden lassen, hätte der PC gesagt, ich habe verloren. Das ist halt nicht so dolle. So. So, Bot haben wir auf jeden Fall gemacht, das ist schon mal gut. Meint ihr echt, die können mich angreifen? Das wäre ein bisschen arm. Na, aber nicht mein Problem. So. Schauen wir mal. Oh, guck mal hier oben. Hey, ist da keine Verteidigung? Doch, Prag schon, ne? Was ist mit der öffentlichen Ordnung hier? Warum ist die öffentliche Ordnung so down? Das ist jetzt aber komisch. Wegen denen, ne? Ja, dann müssen wir die mal vertreiben, ne? Ich meine... Das ist ja schon ein bisschen blöd, dass sie uns hier meinen, dass sie mein Land plündern müssen. Ja, Krieg erklären. Okay. An diesem Tag wird viel Blut. Ja, okay. Und natürlich fliehen die. Oh, das lasse ich mal automatisch. Oh, verloren. Entscheidender Sieg. Ermorden wir die Gefangenen. So. Dann gehen wir nochmal zurück in Volzgrad rein. So, und müssen gucken, dass wir hier mal öffentliche Ordnung hinbekommen. Vampirische Korruption, öffentliche Ordnung, nice. Wachstum bringt auch die Ordnung ein bisschen her. Hier kann nichts gebaut werden, hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Das war's? Okay. So, die werden auch wieder verstärkt. Ist da mittlerweile Garnison? Nein, ist nicht drin. Die sind noch nicht komplett verstärkt. Aber die können wir ja trotzdem hier schon... Warte, ich will gucken, ob der Norden... Ob da schon eine Garnison drin ist. Ne, dann machen wir noch nichts. So, hier chillt sowieso noch jeder seine Base. Die sollen doch eigentlich hier... Ah, okay, deswegen wird das nicht... Als das angesehen. Okay. So. Dann machen wir noch das. Und beenden die Runde. So. Schauen, was die Boys jetzt noch so alles anrichten. Aber da unten sieht es eigentlich noch friedlich aus. Ich meine, später wird halt die komplette Südfront am Kämpfen sein. Wenn ich dann vom Westen her komme, werde ich auch in den Süden gehen. Aber das dauert sowieso noch extrem lange. Ich weiß gar nicht, was mein Ziel ist. Okay.
Kosten der Heldenaktion. Bei Heldenaktion. Oh, machen wir das einfach mal. So. Dann schicken wir die mehr zurück ins Volksgrad. Und das erhöht die öffentliche Ordnung? Ja, ein bisschen. Das ist doch schon mal gut. So, hier kann weitergebaut werden. Hier auch. Wachstum, generiertes Einkommen, öffentliche Ordnung. Hier kann sonst nichts gebaut werden. Okay. So. Runde beenden. Ja, die Zwerge verhalten sich tatsächlich ziemlich zurückhaltend. Hätte ich echt nicht erwartet. Aber die sind da sehr im Osten bestimmt beschäftigt oder Süden. Ist das hier oben von denen auch? Das hier? Wären die Zwerge tatsächlich ein interessantes Volk zum Kämpfen gegen? Nordland wurde vernichtet. Ah, habe ich so ein bisschen beigetragen. So, was ich mich mal jetzt interessieren würde. Zielvorgaben. Okay. Sieg in langer Kampagne. Ah, okay. Haltet die Kontrolle über 20 Provinzen, entweder durch direktes Besitzen oder Vasallen oder militärische Verbündete. Aktuell 6. Zerstört folgende Fraktionen. Das Imperium Zwerge Bretonia. Sorgt dafür legliche... Okay. Okay, der wurde auf jeden Fall... Wir sollen die Zwerge noch zerstören. Okay. Bretonia. Oh mein Gott, das ist ja richtig weit. Imperium ist da. Okay. Zwerge ist da. Also habe ich mich eigentlich komplett in die falsche Richtung entwickelt. Ich hätte eigentlich... Das kann ich mal zeigen. Ja. Hätte ich mich hier so lang ziehen müssen. So. Aber ich habe so. Oh, ist schon groß, was ich hier habe, ne? Oh, sieht nice aus. So. Gehen wir mal wieder normal dran. Ja, müssen wir aber mal schauen, wann wir das alles machen. Wir holen uns am besten erstmal den Norden und bauen uns dann Armee im Süden auf, um dann langsam davor zurück. Man kann ja erstmal gegen die Zwerge kämpfen. So. Hier kann gebaut werden. Perfekt. Stellt Garnison bereit. Sehr, sehr schön. Garnison ist sehr, sehr wichtig. Für die Grundverteidigung, solange da noch keine Armee ist. Und dann schicken wir die Armee nach unten. Wir müssen jetzt mal hier gucken. Wie sieht es hier mit der öffentlichen Ordnung aus? Die wird ja sowieso noch verbessert. Das ist gut. Ist sowieso schon Erlässe, ne? Ja. Hm.